Hallo YouTube-Freunde, ich grüße euch alle. Erstmal ein Gude und ein Treble Peace. Ich war wieder einkaufen. Als erstes haben wir hier Wasser mit Geschmack. Vetrex Pfirsich. Kann man sich gut hinterschütten. 10 von 10 Hinterschüttpunkte. Als nächstes Energy Drink Absolut Zero. Kann man sich gut hinterschütten. 10 von 10 Hinterschüttpunkte. Als nächstes 440 Zero Eistee. Kann man sich gut hinterschütten. 10 von 10 Hinterschüttpunkte. Als nächstes Pringles Texas Barbecue Soße. Kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes Pringles Hot und Spreiki oder wie das heißt. Kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes von Katjes Grün Ohrhase. Kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes. Mühlensalami vegetarisch kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes irgendeine türkische Wurst. Jägerwurst. Original. Kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes KitKat Crunchy, also mit Erdnussbutter, kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes zum Probieren für Forbro Pfirsicheistee. Und zum guter Schluss einmal Lindt Zitronenschokolade zum Probieren. Als nächstes Edelbitter Mousse Karamell und Salz zum Probieren. Vielen Dank, Leute. Lasst mir ein Abo da, Kommentar und ein Like und teilen nicht vergessen. Tschö.